Aufnahme starten. Scheint aber keine Probleme zu geben, ne? Bis jetzt zumindest. Bis jetzt. Das macht mich sehr glücklich, muss ich sagen. Das macht mich sehr glücklich und motiviert mich. So, warte, 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 warte. Wo sind wir denn hier? Im Karoberta-Wald. Kümmere dich um die Probleme auf der Belgard-Weingut. Was haben wir denn nächstes Mal, was haben wir letztes Mal gemacht? Kümmere dich um die Probleme auf dem Belgard-Weingut. Ritter zu Diensten. Huch. Geh zum herzoglichen Kämmerer, um deine Belohnung abzuholen. Miss Rainbow, gute Nacht, schlaf gut. Und nochmal vielen, vielen Dank, ne? Dankeschön. Vielen, vielen Dank auch an alle anderen nochmal ein ganz, 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 ganz liebes Dankeschön für euren Support. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. So, ja, auf YouTube natürlich auch einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu einem weiteren Rötchen von The Witcher. Jawohl, wir sind wieder da. Und wir machen noch ein bisschen Nebenquests, bevor wir die Hauptquests weitermachen können. Wir sind jetzt hier gerade kümmerlich um die Probleme auf dem Belgard-Weingut. Wir machen da jetzt einfach mal weiter. Ich habe sonst keine Ahnung, was wir sonst machen sollen. Ich glaube, wir sind hier richtig. Ah, wir waren relativ rechts weit oben auf der Map, ne? Ja. Genau. Hier waren wir gewesen und hier müssen wir als nächstes hin zu den beiden Fragezeichen. Auf dem Weg dahin können wir ja hier die beiden noch mitnehmen. Hört sich gut an, oder? Bevor wir das machen, ich schlafe aber mal eine Runde hier, bis es wieder Tag ist, weil Nacht habe ich jetzt gerade keine Lust drauf. Bin auch mal raus, schön, viel Spaß noch, schön gesund bleiben. Jonas, auch an dich nochmal ganz, 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 ganz liebes Dankeschön, ne? Vielen, vielen Dank für alles und bleib du auch gesund. Und auch an alle anderen, die jetzt schlafen gehen oder die keinen Bock auf Witcher haben, trotzdem vielen, vielen Dank fürs dabei sein natürlich. Vielen, vielen Dank. Ich kann es natürlich irgendwo auch nachvollziehen. Ne? Witcher ist ein sehr langwieriges Spiel, wo du eigentlich fast immer dabei sein musst. Deswegen, ich bin keinem böse, wenn er sagt, das ist für mich nicht das Maß an Unterhaltung, das ich sehen möchte. Ne? Also, gerne abschalten und ja, zu einem anderen Zeitpunkt wieder einschalten, wenn wir was anderes spielen. Wenn ich wieder Streams für den Mittag ankündige und dann nicht live gehe. Dann am besten. So, warte mal. Jetzt bin ich an dem Fragezeichen vorbeigelaufen, verdammt nochmal. Wir hätten da hochgemusst. Müll! Ja, doch, doch, wir sind aber richtig hier. Okay, mal gucken. Bei diesen Dingern habe ich bei Skyrim immer Angst gehabt, weil da sind diese komischen Ruinen des Thermespalasts. Bei Skyrim gab es immer diese komischen grünen Viecher. Kennt ihr die? Hier haben die Gelehrten ihr Lager aufgeschlagen. Ich sollte mich umsehen. Schatzsuche Großmeister Wolfs Schulenausrüstung. Ach so. Ich suche das Lager der Archäologen. Okay. Ja, wenn wir schon mal hier sind, ne? Wo siehst du das? Sind das wieder Kikimora? Das sind keine Kikimora. Das sind. Wie viele sind das? Eins, zwei. Da hinten habe ich schon eine dritte gesehen. Ich kann das nicht, wenn ich weiß, dass hier noch im Raum irgendwo auch eine ist, ne? Level 47, Alter. Was jetzt? Moin! Nein, ich hasse euch! Vielleicht hasse die, ne? Na? Hunger!
Digga, jetzt bleib doch mal stehen. Was ist denn mit dir? Wo willst du mit mir über die ganze Map rennen oder was? Junge, Alter, wie viele? Hass. Okay, aber sie sind nicht in Höhlen. Das geht. Das geht. Das ist okay. In Höhlen fände ich das tatsächlich schlimmer. So, Nummer 1, komm. Rip, rip mit dir. Oh, Alter, wie groß die ist. Hate you. Hau ab. Na, fühlt sich in die Enge getrieben. Nummer stehen jetzt. Digga. Alter, ich mach grad deine Babys kaputt, lass mich. Feuer, Feuer, Feuer! Okay, ein bisschen. Alter. Sehr gut. Boah, wie schnell die sind, ne? Ich hasse das. Ich hasse Spinnen, die so schnell sind. Ich treff die auch nicht, ne? Junge. Alter. Ich hasse euch. Guck mal, jetzt greifen sie alle an, ne? Den, ja, jetzt auf den. Ja, geil. Das gebe ich dir, Junge. Schluss. Ja? Bock, Bruder. Sehr gut. Boah. Hi. Oh nee, oh nee, oh nee. Oh, komm nicht. Oh, fuck. Da bist du hässlich. Ja. Und achtbeinig. Vor allem das macht sie hässlich. Mach Feuer, mach Feuer. Ja, gib ihr. Nein, Geralt, du fällst runter. Warte mal, unser Schwert ist kaputt. Boah, die sind aber ganz schön, relativ zähe Viecher, ne? So, warte mal, hier einmal repairen. So. Holger 9112, Dankeschön für 3 Monate und Last Prustin, Dankeschön mal für 5 Euro. Betrunken kann ich besser fahren, Josh 32 steuerte 1912 die Titanic. Und auch an Skyjacker nochmal vielen Dank für deine 100 Bits. Schönen Abend noch. Ich muss mal lochen. Oh nein. Trotzdem viel Spaß auf Arbeit, ne? Auch wenn es Arbeit ist, aber trotzdem viel Spaß. So, Digga. Och nö. Ah, da war voll, ne? Da konntest du nicht hin. Ja, haha. Hä? Warum hält die auf einmal nichts mehr aus? Nein! Oh, Junge, ey. Was ein Gegreinde, ey. Elende Mistviecher, ne? Ja, wobei, wir gehen dann immer reparieren oder so, keine Ahnung. Einfach in einem Kampf hin und Schwert reparieren. Hä, klar. Muss sein. Da müssen die halt einfach mal warten, ne? Die Spinnen. Geht halt nicht anders. Warte, ich meditiere gerade mal noch ganz kurz. Was ist Max-Stufe bei Witcher? Ich weiß es gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Frag mich nicht. Ich weiß es nicht. Isabelle Duchamps Tagebuch. Ach du Scheiße. Logbuch der archäologischen Expedition unter Leitung von Isabelle Duchamp. Unsere Ausgrabung ist von der Akademie von Ochsenfurt abgezeichnet. Ziel ist es, die uralten Elfenruinen von Murian zu
zu untersuchen und dann mit Hilfe des Lila-Rubins von Ed Gnival oder Gnivail, Gnivail glaube ich eher, einen Zugang zu den darunter befindlichen Katakomben zu finden. 26. März. Wir sind in Toussaint eingetroffen, einem der zahlreichen unbedeutenden Reiche im Nilfgaardnischen Imperium. Unsere Reise verlief ohne unleserlicher Abschnitt. 27. März. Meister Tien Sail, ein ansässiger Elf, riet uns davon ab, die Ruinen zu betreten. Wir haben als Vorsichtsmaßnahme einen Hexer angeheuert. Am 12. April, wir haben unser Lager aufgeschlagen und erste Erkundungen vorgenommen. 16. April, unleserlicher Abschnitt. Und die Streitereien gehen weiter. Der Hexer rät uns, die Expedition abzubrechen und hat es schon wieder... Was ist das? Und es hat schon wieder irgendwer mit diesem Mädchen vom alten Fluch angefangen. Unleserlicher Abschnitt. 20. April, der Eingang zu den Katakomben wird tatsächlich von einer Barriere versperrt. Wir müssen auf die Rückkehr des Hexers warten. Er soll den roten Rubin verwenden, um... Unleserlicher Abschnitt. Sie waren Gelehrte. Sie hätten wissen sollen, dass die Passagen da drin nicht umsonst blockiert waren. Gut, dass sie nicht versucht haben, ohne einen Hexer da reinzugehen. Gerald von Riva 90, vielen, vielen Dank für deine 2 Monate. Dankeschön. Scheibenwitscher, schlaf gut. Gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht. Und auch nicht nochmal ganz, ganz liebes Dankeschön natürlich. Und an alle anderen auch gute Nacht oder haut rein oder viel Spaß noch, was auch immer ihr jetzt noch so tut. Oh, sind wir hier richtig? Müssen wir hier hin? Finde den Eingang zu den Kammern unter den Ruinen. Ich glaube, wir sind hier richtig, oder? Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Oh. Ich sehe schon. Oh, erste Molle Fackel, oh, gell. Erste Molle Fackel, dass ich mal was sehe, gell. Weil einfach so eine Neid dabei, du spielst halt auch nicht. Silber-Chitin-Panzer haben wir hier. Hier haben wir noch eine Kiste. Oh, sehr schön, nehmen wir mit. Aber sonst ist hier nichts. Hier können wir rein. Guck mal. Nice. Da steht noch eine Kiste. Nee, ist schon Rasenmäher. Passt schon. Kommt hin. Ja, ein paar Hauptmannsstiefel nehmen wir natürlich auch mit, aber es war nicht der Eingang, den wir gesucht haben. Ob die Fackel noch brennt, wenn wir durch das Wasser laufen? Ich bin gespannt. Muss gedrückt. Hä, ich hab doch gedrückt. Gehalten. Warum hat das nicht geklappt? Okay. Ah. Sehr gut. Gwen Zeichenintensität erhöht. Ja, sehr schön. Nehmen wir auch mit. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen ein bisschen weiter nach links unten laufen. Irgendwas läuft doch hier noch die ganze Zeit. Gerald, geh mal da hoch. Da läuft noch irgendwas. Ach Gott, ein Wildschwein! Der kann doch nach hinten austreten, habt ihr gesehen? So, hier kommen schon mal ein paar Röstaromen ranbringen an das Viech. Junge! Dann einmal das Schwertchen durchs Poloch und dann ob auf den Grill. Wildschwein vom Spieß. Jetzt haben wir ihn. Okay. Okay, war nur Wildschweinhauer. Schade. Hätte ich jetzt Bock drauf? Oh, ich mag Wild. Ich mag den Geschmack von Wild irgendwie nicht, ne? Wild ist überhaupt nicht meins. Was ist hier unten? Och nö, keine Wölfe kommen. Ah, die haben uns gesehen, oder? Ach, die haben uns gesehen. Scheiße. Aua. Nicht schlecht. Ist dir zu wild? Kapi. Nee, ich mag Wild, ist nicht meins. Also kann ich nicht mit anfangen irgendwie. Der Geschmack ist mir zu... Ja, weiß ich nicht, zu intens. So. Muss man sich darauf einlassen. Ja, und ich...
wenn ich dann Leute sehe, die das irgendwie mit, ja, weiß nicht, also Fleisch bringe ich immer mit einer geilen Soße, so einer geilen salzigen Soße in Verbindung. Und dann sehe ich Leute, die essen Hirschgulasch mit Preiselbeeren. Das zerstört mein Weltbild immer komplett. Das zerstört mein Weltbild absolut. Das macht mich psychisch, macht mich das absolut fertig. Ich habe es einmal probiert und es war einfach nicht meins. Es hat mir aber nicht geschmeckt, keine Ahnung. Aber man muss ja auch nicht alles mögen, ne? Okay, gehen wir mal. Sind wir hier richtig? Wir gehen aber mal hier rein, komm. Hirsch ist voll lecker. Ja, wie gesagt, ich kenne auch sehr viele Leute, die das sehr, sehr gerne essen. Aber für mich ist es halt einfach überhaupt nichts. Okay, wo ist der Eingang hier? Vielleicht da oben. Da oben geht es noch hoch. Wow. GG, Tobias. Geh. Der versperrt mir den Eingang. Schnell, 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 schnell. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich habe den Eingang gefunden, aber das ist es nicht gewesen. Schade. Okay, wir gehen mal nach oben. Wir gehen mal wieder nach oben. Ich könnte mir... Oh, da ist der Eingang. Luke, siehst du? Eine magische Barriere. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Nein, ein Portal. Oder? Oh, warte mal, nee. Nee, 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 nee. Oh. Wir können ja gar nicht durch, sehe ich gerade. Barry 1995, Dankeschön für 100 Bits. Und Ingo, ich danke dir vielmals für 100 Bits. Auch dir ganz liebes Dankeschön. Was muss ich jetzt hier machen? Den Eingang haben wir gefunden, aber... Mir kommt da nicht so einfach Nägel. Oh, was? Oh, warte mal, hier liegt was. Georg Herberts Brief. Liebe Hadewiga, du hattest ja so recht, mir von dieser Reise abzuraten. Wie ist der Dekan der Archäologin nur drauf verfallen, die Führung dieser Viertelelfin anzuvertrauen? Wer hat den lila Rubin von Ed Ginweil gefunden? Sie oder ich? Du musst wissen, dass der Hexer endlich zurückgekehrt ist. Der Rubin hat die Barriere entfernt, wie ich von Anfang an gesagt hatte. Und so konnte er das Innere erkunden. Stell dir vor, der Hexer hätte diese Duchamp beinahe beschwätzt, in die Stadt zurückzukehren und zusätzliche Wachen anzuheuern. Wir wissen nicht, welche Gefahren uns blühen. Da weiß jemand, wie man sein Zeitkonto fleißig aufbessert. Duchamp fand die Idee gut, weil ihr das Mädchen vom verfluchten Grab wieder einfiel. Ich dagegen überzeugte die Gesellschaft, sich nicht von Märchen leiten zu lassen. Ich machte geltend, dass wir es eilig hatten. Sollte uns vielleicht jemand zuvorkommen und sich am Elfenschatz vergreifen? Du weißt ja, dass meiner Interpretation nach aller Kostbarst nur eines bedeuten kann. Den verlorenen Schatz König Divithafts... Divithaft? Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, keine Ahnung. Bald ist er unser, Blutflecken. Späteres Addendum, teilweise blutbedeckt. Der Hexer hatte recht. Wir hätten niemals hingehen sollen. Der Ort ist verflucht. Ich wäre fast nicht entkommen. Doch ich konnte rauskriechen und den Rubin mitnehmen. Das Portal hat sich geschlossen. Ich bin gerettet, doch die anderen... Punkt, 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 tot. Huch! Falscher Knopf. Kann es sein, dass wir diesen komischen Rubin brauchen, um da reinzukommen? Ich habe das Gefühl, wir brauchen den Rubin, aber wo finden wir den? Wo finden wir diesen Schlüssel? Ist der Rubin... Ach, guck mal. Ach! Alles klar, Kommissar. Bitte sehr. So. Geh mal rein. Was ist das? Ich mach mal hier Ürden. Etwas mehr Licht wäre nützlich. Ach, das ist ja nichts. Hä? So. Wo geht's hier hin? Abgeschlossen. Ah, okay.
Alles klar, alles klar, alles klar. Da gehen wir nicht rein, aber hier müssten wir... Oh, okay. Ah. Toll. Fast, Tobi, fast. War fast richtig. Oh, großer Raum. Ist meistens nicht gut. Großer Raum heißt meistens großer Gegner. Ach, scheiße. Ich bin mit einem Tausendfüßler. Ey. Na komm, hier hoch, komm. Ja. Sehr gut. Nein. Scheiße. Komm, und hier hoch, und hier hoch, komm. Boah, schluss damit. Fluff auf, Mickey auf. Haha! Die Kiste nehmen wir natürlich auch mit. Fünfte Essenz. Die hat Erik auch gehasst. Das glaube ich, die sind noch ekelhaft, die Viecher. Wobei ich die Spinnen noch einen Tacken ekliger finde. Hallo! Oh. Oh. Hallo, Ladies! Bock auf einen entspannten Zweier? Dreier? Oh, warte mal, alle, hallo, 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 Freunde, Freunde, Freunde. Wir müssen jetzt erstmal uns beruhigen. Das ist ganz wichtig. Wir müssen mal ganz entspannt an die ganze Sache rangehen hier. Das ist mir gerade ein bisschen zu krass. Herrschaften. What the? Junge, 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 Junge. Mit denen denn? Krass. Hier wird noch ein Gegner angezeigt, aber hier ist gar keiner. Hä? Alter Schwede. Okay, mal speichern kurz hier zwischendrin. Das ist doch, endlich was los. Grabinschrift König Divinhav. Hier ruht unser Vater. Er starb, damit andere leben können. Was für eine Legende. Legendär. Sieht aus, als gehöre er einem Hexer. Großmeister Wolfs Rüstung. Schanketön. Nice. Adona von Kareas Tagebuch. Ich sollte wohl nicht überrascht sein, dass Meister Tinein... Ihr lest den Namen selber. Ne, ich brauche euch den ja nicht vorlesen. Ihr lest es ja selber. So einen stolzen Preis für eine Großmeisterrüstung verlangt. Als Handwerksmeister sucht er wirklich seinesgleichen. Ich habe versucht, dem weisen alten Wesemir zu sagen, dass das, was er mir gab, kaum auch für ein Silberschwert reichen würde. Von Kaer Morhen aus bin ich um die halbe Welt gereist. Und wofür? Pah, ich muss mich nach Arbeit umsehen. Später hinzugefügt, heute hat mich dem Anführer eines Erz unleserlicher Abschnitt, doch zum Schluss konnten wir uns einigen. Ich habe die Gegend untersucht und alles scheint ruhig, abgesehen davon, dass mein Medaillon an einigen Stellen bei den Ruinen vibriert hat, wie bei uns vorhin. Darum habe ich ihnen gesagt, sie sollen das Lager weiter entfernt vom Haupteingang aufschlagen. Weiß der Henker, was da drin ist? Es wurde auch ein Fluch erwähnt, vermutlich ist mit dem Erscheinung oder mit Bargästen zu rechnen. Verdammt, ich hätte mehr verlangen sollen. Ja gut, das wissen wir ja sehr wohl. Ah, die kam auf Wesemirs Bitte nach Toussaint. Sind alle tot. Zu dumm, dass es für diesen Wolf hier vorbei war. Wir sind nicht mehr viele. Die Namen sind Tobis, ja, Kryptonit, aber echt. Boah, die Namen, die machen mich fertig. Ich versuche die auch gar nicht mehr auszusprechen, weil es hat gar keinen Sinn. Ich lese die eh falsch vor, also von daher. Wenn ich Tobi sehe, vibriert auch was. Echt? Ich möchte nicht wissen, was.
Verschlossen. Ah, da ist ja der Schlüssel. Guck mal. Alter Elfenschlüssel. Mach um. Ah ja. Die Herrschaften hier wieder. Oh, aber auch nur wieder so einer. Meisterlampe. Gib mir mal dein Lämpsche. Ist ganz schön dunkel hier unten. Guck mal, hier wird auch wieder ein Gegner angezeigt, obwohl hier keiner ist. Ist der Pilz etwa unser Gegner? Okay, hier geht's raus. Hä? Wir sind wieder am Eingang. Aber haben wir nicht irgendwas vergessen? Die Leichen. Offenbar haben die Leute versucht, den Ausgang zu erreichen. Haben wir nicht noch was vergessen? Wir sind doch hier noch gar nicht fertig. Ist ja verwirrend. Fehlt hier nicht noch was? Ich hab doch bestimmt wieder irgendwo einen Beutel ver... Ich hab doch bestimmt wieder irgendwo was vergessen, übersehen, etc. pp. Na, dann gucken wir noch mal. Irgendwo haben wir was übersehen. Was wichtig ist. Da, was ist das da oben? Das sind Pilze, die brauchen wir nicht. Dann sind wir hier runter einmal. Flop, hier unten hin. Aua, kriegt Schaden, das ist nicht gut. Was liegt hier? Hier haben wir nochmal einen Brief. Wer den lesen möchte, gerne, ne? Ihr könnt gerne Pause drücken auf YouTube oder auch auf Twitch. Gerne zurückspulen, könnt ihr gerne durchlesen. Ist gar kein Problem. Ich möchte jetzt wissen, wo die anderen Teile sind. Kiste haben wir aufgemacht. Schwimmbadpommes, stehen da wieder storyrelevante Inhalte drin oder was? Aber nee, jetzt mal ohne Scheiß, wo sind die ganzen anderen Sachen noch? Das gibt's doch gar nicht. Ich habe hier nichts, ich habe nichts mehr gesehen jetzt. Da liegen noch die Herrschaften hier rum. Die Leichen. Ja, offenbar das... Offenbar haben ja. Die Leute versucht, den Ausgang zu erreichen. Aber hier unten ist nichts mehr sonst. Warte mal, wie kann ich nochmal die... Ich gehe mal raus. Warte mal, ich gehe mal raus. Mal gucken, was da passiert. Kann ich raus? Doch, ich kann raus. Okay, nee, das muss aber trotzdem immer noch da unten irgendwo sein. Irgendwo sein, ne? Das sind die Leichen, das wissen wir ja alles mittlerweile hier. Das haben wir ja schon untersucht. Okay, wenn ihr wollt, ihr könnt mir gerne einen Tipp im Chat geben, weil ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Sind die drei anderen Schemas noch hier unten? Oder bin ich zu blöd gerade? Das haben wir durchgelesen. Interagiere mit den Spielelementen. Ich lese erstmal ein Buch. Schau noch mal genauer. Ach, da vorne. Ach, leck mich doch am Arsch. Ein Hexer. Er hat die Decke über seinen Gegnern einstürzen lassen. Ihn hat sie auch erwischt. Lol. Ich sag da jetzt mal gar nichts zu. Stand im Brief drin. Ja. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich stand das da drin. Geralt, alles gut? Ja, Schmottig am Eskalieren. So, pass auf, das Ding haben wir. Jetzt gehen wir mal hier unten hin noch, an den Strand. Ich geh gleich. Hey, bleib doch mal hier jetzt. Bleib doch mal da, wir lesen heute noch Bücher. Ne, machen wir wahrscheinlich bestimmt wirklich. So hier und da mal.
Balma Peak, vielen, vielen Dank für 23 Monate. Was ist das? Achso. Ja, alles gut. Bleibt mal entspannt, bitte. Alter, die sind aber auch krass drauf, ne? Die sind aber auch krass drauf, die Herrschaften hier. Falsche Richtung, Junge. Ich muss mich auch schon ein bisschen verkackeiern jetzt, gell?